Heute geht es darum, wie du die richtigen Entscheidungen triffst. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute auch wieder hier mit dabei bist. Im letzten Video habe ich darüber gesprochen, wie hilfreich es ist, wenn man sich die richtigen Fragen stellt. Und heute möchte ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben, wie du denn richtige Entscheidungen triffst. Wir kennen das alle. Ich bin da vollkommen mit im Boot, wenn man vor so einer Weggabelung zum Beispiel im Leben steht und man Neuland betreten möchte, aber unsicher ist, gehe ich jetzt diesen Weg, treffe ich diese Entscheidung, die ja manchmal auch wirklich sehr, sehr zukunftsorientiert ist oder ja, zukunftsweisend, mache ich die eine Tür zu, gehe ich komplett auf diesem Weg weiter und dann ja, steht man da oder hockt da oder wie auch immer, ist ein bisschen verzweifelt innerlich und weiß gar nicht mehr, hü oder hot, wie man so eben schön sagt im Volksmund. Und das Allerbeste, das wirklich Allerbeste, was man in dieser Situation tun kann, ist aufzuhören, andere Menschen um ihren Rat zu fragen. Denn die anderen Menschen, die fühlen sich zwar gut dabei, wenn sie um ihren Rat gefragt werden, die geben dir auch gerne deine Ratschläge, aber die können ja auch nur aufgrund ihrer eigenen Erfahrungswerte, aufgrund ihrer eigenen Muster und Glaubenssätze dir ihre gut gemeinten Ratschläge weitergeben. Die können nicht wissen, was dein Herz wirklich möchte, was wirklich zu deinem Lebensweg gehört, was deine Seele wirklich möchte. Deshalb ist die beste Variante, aufzuhören, im Umfeld nachzufragen, die beste Freundin, der beste Freund oder auch im familiären Kreis einfach mal nachzufragen, was würdest du machen, gib mir doch mal einen Tipp. Die allerbeste Variante ist, sich zurückzuziehen, die Augen zu schließen, immer und immer wieder in die Stille einzukehren und in sich hineinzulauschen und mit seinem Herzen Kommunikation zu gehen und das Herz zu fragen. Das Herz zu fragen, was es möchte, die Seele, mit der Seele zu kommunizieren, anderen Namen, ob jetzt Herz oder Seele, ganz gleich, welchen Namen man ja dieser Energie gibt. Und das mag auch nicht dann in einer Stunde oder in einer halben Stunde oder vielleicht beim ersten Mal dann auch klar sein. Aber je öfter du das machst, je öfter du mit dir selbst in der Stille kommunizierst, mit deinem Herzen, mit deiner Seele Kontakt aufnimmst, dich auch, bevor du diesen Kontakt aufnimmst, dich ganz bewusst auch verbindest mit deiner Seele, mit dem göttlichen Kern in dir, so nenne ich das auch gerne, mit deinem Herzen. Und dein Herz fragst, was möchtest du? Und diese Frage kannst du dir auch so stellen, indem du dich fragst, was möchte ich selbst, also mein Selbst, meine Kraftquelle selbst, eigentlich wirklich? Was möchte ich selbst in dieser Situation eigentlich wirklich? Und dann lässt du einfach mal so die Impulsantworten zu, die Ideen und Gedanken, die da kommen. Und damit verschaffst du dir total Klarheit, was du selbst wirklich möchtest, was dein eigener Weg ist und was für dich in dieser Situation, an dieser Weggabelung, wo auch immer du dich befindest, um welche Entscheidung es auch immer geht, wirklich möchte. Und wenn du dir diese Klarheit erschaffen hast, geh dann erst raus in die Familie, ins Umfeld und sprich erst dann drüber, wenn du diese feste Klarheit und dieses Standing in dir hast, dass du weißt, wo dein Herzensweg hingeht. Denn dann kann dich auch von außen nichts mehr umhauen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Schick dir eine herzliche Umarmung. Danke für dein Dabeisein, für dein Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.